Hallo und willkommen zurück beim Game Dev Tycoon zusammen mit mir, Windtalker. Wir sind auf der Spielemesse G3 mit dem Game Konrad Sinkt. Und wir haben 53.000 Fans an unseren Stand bekommen. Wir waren aber leider nicht unter den Top 100. Aber wir schaffen das. So, mal hier drauf. So, Konrad Sinkt verkauft sich weiterhin. Ah, wir haben zwei Mann im Urlaub und ich forsche mal. Grafik, Marketing, KI, was gibt's denn da an Themen? Gesetz, Weltraum, Dungeon und Hacking. Dungeon. Wir machen Dungeon. Du erforscht mir das. Und dann werde ich sagen, machen wir wieder ein Spielchen. Heute hat Vony eine eigene Konsole namens PlaySystem angekündigt. Anscheinend hat das Unternehmen seinen Prototypen PlaySystem komplett überarbeitet, nachdem Ninvento das Projekt abgebrochen hat. Die neue PlaySystem ist mit einem CD-ROM-Laufwerk und einem 32-Bit-Prozessor ausgestattet und ist alleiniges Eigentum von Vony. Experten der Branche sind der Meinung, dass dies der Beginn einer neuen Generation von Spielkonsolen sein könnte. Ninvento lehnte eine Stellungnahme ab. Die PlaySystem kommt in 2 Monaten auf den Markt. Gut, ich forsche. Das neue Thema. Fortsetzungen. Okay. So, fertiggestellt. Dungeons. Gut. Ein neues Spiel entwickeln. Thema. Nee, machen anders. Nochmal zurück. Publisher-Vertrag. So, was wollen die? Spion und irgendein Game. Bewertung 4 auf dem Master V. Müssen wir die Lizenz kaufen. Irgendein Thema Action. Bewertung 6. Okay. Hacking können wir nicht. Gesetz haben wir nicht. Gibt's nicht. So, also... Master V will ich nicht. Okay, irgendein Thema Action. Mach mal, oder? 6, ja, wenn wir schaffen, ne? Also, für alle. Thema, was haben wir? Flugzeug, Spion, Leben, alternative Geschichte, Piraten, Zombies, Evolution, Zombies, Zombies, Action, Plattform, den PC. Spiele-Engine The Revolution. Und wir nennen das Spiel... wie nennen wir das Spiel denn? Zombies Action. Outlast. Zombies. Outlast Zombies. Nennen wir es Outlast Zombies. Für alle Mittel. Weiter. 2D Grafik Version 3. So, gut. So. Engine richtig hoch. Story Quests egal. Gameplay gehen wir so ein bisschen hier so runter. Engine macht unsere Technikfrau. Ich mache es Gameplay. Und Gomez, du machst das. Es gibt einfache Zwischensequenzen, es gibt gespeicherte Spielstände, Tutorials und bessere Benutzererfahrung. Da, okay. Heute wurde die neue Plattform PlaySystem von Vony veröffentlicht. So, gut. Wir programmieren schön, ja. Konrad Sinkt wurde vom Markt genommen. Es wurden 85.000 Stück verkauft und ein Umsatz von fast 600.000 erzielt. Ich hoffe nur, jetzt will der Konrad keine Beteiligung am Gewinn. So. KI beim Action gehen wir hoch. Level Design gehen wir ein bisschen runter. Dialoge lassen wir unten. So. Du magst Level. Du magst die KI. Und ich mach die Dialoge. Wir machen trotzdem bessere Dialoge mit rein. Wenn es schon geht. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Derzeit gibt es keine starken Trends.
Okay, ein bisschen Hype haben wir, aber nur ganz gering. So, die Jungs programmieren heute weiter. Oh, wieder mal ein Angebot. Unsere Agentin hat es kürzlich geschafft, sich ein paar Forschungsunterlagen zu leihen, die sie interessieren können. Also hier kriegen wir jetzt sozusagen Themen, die wir noch nicht erforscht haben. Und für 60.000 Euro. Vielen Dank für den Auftrag. Du hast postapokalyptisch erfolgreich erforscht. Sehr schön. So, Sound ist wichtig. Grafik auch. Spielweltdesign. Gehen wir ein wenig runter. Jawohl. So, jetzt ist es so, ich mache den Sound. Du magst das Design und du magst das hier. Ja, so ist es gut. Dann macht mal weiter. Okay, Designpunkt geht, Technologie wird mehr. Hype ein bisschen, nur eine 2, eine 3 jetzt. So, jetzt machen wir die Bugs noch raus, meine Freunde. Kommen Designpunkte. Da kommt noch ein Technopunkt. So, da haben wir noch mal Nummer 2 Bugs reinkauen. Und 1, 2, 3, fertig. Neuer Rekord bei Technologie. Ein paar Level Ups. Die zwei sind jetzt beide Level Up. Das heißt, die kriegen mehr Geld. Jo, okay. Neue Forschung, Tag- und Nachtzyklus. Okay. So, Forschung. Du magst mir die 3D-Grafik. Forschung, was haben wir noch? Absetzungen, Tag- und Nachtzyklus. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Outlast Zombies erhalten. Eine 6 war ja die Vorgabe. 6 eigenartig, aber gut. Nur eine 4. Nur eine 5. Macht teilweise Spaß. Noch eine 6. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Du machst mir einen Spielbericht. Naja, Verkaufszahlen. Das geht. Nicht die Erwartungen. Eine Vertragsstrafe. Na toll. So, noch ein bisschen hier. So, du trainierst mir jetzt. Ah, du bist meine Tisch. Wiederhole dich nicht. Du auch. Wiederhole dich nicht. Okay, Spielwelt-Design scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Themen, Zielgruppe, Übereinstimmung, alle Zombies, okay. Und ich trainiere auch. Und ich trainiere voll auf Design. Sehr schön. Ja gut, wir haben das, was wir jetzt hier sozusagen als Strafe bekommen haben, wieder reingeholt. Jo. Gut. Okay, wir programmieren weiter. So, alles fertig mit Trainieren? Jawohl. Ein neues Spiel. Mal gucken, was es bei den Publishern gibt. Für die Play-System. Irgendein Thema Rollenspiel. Oh, nur eine 4er Bewertung. Kampfsport haben wir nicht. Die wollen eine Rennsport-Simulation. Ja, also eine 4er Bewertung. Lizenzgebühren 8, ein bisschen ein Vorschuss. Vertrag annehmen. Ja. Thema. Dann nehmen wir doch die Dungeon-Rollenspiel. Play System. Mitte Revolution. Mittel für alle. So, wie nennen wir es? Dungeon. Dungeon. Flasti. Im Zwergenreich.
Pflaster im Zwergenreich. Jo. Das gefällt mir. Ich hoffe, Pflaster, wie gefällt der Titel auch. So, dann programmieren wir los. Wir haben ein Rollenspiel. Du bist wichtig. Du bist weniger wichtig. Gameplay, ja. Story Quests, Aiden Gomez. Ich bin aber wesentlich besser. Du magst das. Und Judith Connor macht das Engine. Es gibt das noch dazu. Wir machen so. Ja. So, dann zeigt mir mal, was ihr könnt, meine Freunde. Forschungspunkte gibt es einige. Outlast Zombies wurde vom Markt genommen. Es wurden 712.000 Stück verkauft. Ein Umsatz von 783.000 erzielt. Naja. So, Dialoge sind mega wichtig. Die KI ist zu vernachlässigen. Das Level Design machen wir mal so. Jo, machen wir so. Wiener Gear wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Okay. Oh, Design geht aber diesmal gut ab. So, Grafik, Sound, Spielweltdesign. Wir gehen jetzt hier mal voll auf Spielwelt. Grafik, Sound. Machen wir mal so. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher. Spielweltdesign, okay. Lassen. Naja, Sound mache ich bestimmt nicht. Dann mache ich ja wohl eher die Grafik. Judith Connor macht den Sound. Ja, machen wir es mal so. So. Kleiner Messestand, ja. Jetzt gucken wir mal, ob Flasti im Zwergenreich was wird. Marktanalytiker haben einen merkwürdigen Trend beobachtet, dass Spieler auf der ganzen Welt ein eigenartiges Faible für ungewöhnliche Spiele entwickelt haben. Ein Spieler drückt es so aus. Manchmal will man einfach etwas Einzigartiges spielen. Ein Spiel, das nicht auf der typischen Idee von Militär-Action-Spiel oder Fantasy-Rollenspiel basiert. Um nur 2 Beispiele zu nennen. Ich hoffe echt, dass die Unternehmen bald ein paar einzigartige Spiele herausbringen. Ich würde sie momentan wirklich bevorzugen. Dieser neue Trend verspricht eine interessante Herausforderung für die Spieleentwickler zu werden, weil Genre-Themen-Kombinationen, die sonst immer gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr gefragt sind und eher ungewöhnliche Ideen Erfolg versprechen. Okay. So, wir haben viel Designpunkte, viel Technologie. Wir machen die Bugs raus. Und wir zählen wieder bis 1, 2, 3. Fertig stellen. Und wir sind sogar mit Flas, dem Zwergenreich, auf der G3-Messe. Wie viele Menschen werden uns besuchen? Oh, immerhin 62.000. So, aber wir haben es nicht unter die Top 100 geschafft. Oh, halt, ich wollte fertigstellen. Ja. Hype 45, das hat jetzt natürlich gepusht. Neuer Rekord. Okay, Sound haben wir nochmal ein Level abbekommen. Stereo-Sound verfügbar. Und wir haben eine erste Bewertung. Ne? Eine 8, jawohl. Wir wollten ja bloß eine 4. Eine 7, okay. Nur eine 6, also jetzt ein 7er Schnitt. Noch eine, ja, da hat er ganz schön abgebaut. So, du magst den Spielbericht. Du da, Forschung. Marketingcharakter, du magst mir Fortsetzungen. Du da, Charakter, verbesserte KI, Stereo Sound. Wir machen dann, glaube ich, eine neue Engine im nächsten Teil auch. Ja, die Verkäufe lassen sich doch gut an, oder? Jawohl, sehr schön. Das bringt aber wieder Geld in die Kasse. So, jo.
Die Analyse. Dungeon und Rollenspiel ist eine großartige Kombination. Story-Quests scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay. Super. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht mal ein Spiel mit einer kuriosen Kombination herausbringen. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.